Girls Wanted, der Fußballtag nur für Mädchen. Die Nachwuchskickerinnen sind zwischen 8 und 16 Jahre alt und haben den ganzen Tag einfach nur Spaß am Fußball. Ach, ich glaube, das macht denen unheimlich viel Spaß. Also anfangs immer sehr aufgeregt, aber so nach der zweiten Station spätestens tauen die total auf. Und also man sieht es ja, gerade hier so bei so einer Torschussübung, da sind die richtig gut dabei. Egal ob beim Flugkopfball mit dem Weichboden oder beim Zielschießen. Die Mädchen waren unter sich und das ist vielleicht auch das Erfolgsgeheimnis bei Girls Wanted. Ich denke schon, weil Mädchen untereinander nochmal sich anders verhalten. Im Gegensatz dazu, wenn Jungs dabei sind, ist es immer so, dass einige Jungs dann Vorurteile sehen und Mädels dann einfach da unbefangener reingehen in die Sache, wenn sie unter sich sind. Ehrgeizig sind alle Teilnehmerinnen. Egal ob vormittags beim Stationstraining oder nachmittags beim Turnier. Wobei die Trainerinnen bei den Kleinen auch mal die Augen zudrücken. Gerade hier bei der Übung mache ich einfach den Unterschied, dass ich bei den Älteren ein bisschen die Entfernung ein bisschen weiter weg mache. Bei den Kleinen dürfen von ein bisschen näher schießen oder dürfen auch mal beim Slalom ein Hütchen auslassen. Und da guckt man bei den Älteren natürlich ein bisschen genauer hin. Schusskraft, Koordination, Zweikampfverhalten und Schnelligkeit. Alles wird beim Stationstraining verlangt von den Nachwuchskickerinnen. Und so manch ein Talent ist auch zu erkennen. Das kann man auf jeden Fall. Es kommt ja nicht auf das Alter drauf an. Wenn eine Spielerin oder ein Spieler, ist ja bei den Männern nicht anders, talentiert ist, merkt man das schon von klein auf. Es gibt ja auch bei ganz kleinen Kindern, bei den Bambinis sieht man das ja auch schon teilweise, ob ein Kind mit dem Ball umgehen kann oder nicht. Und dementsprechend kann man auch sagen, die Spielerin, der Spieler haben Talente oder nicht. Am 21. März ist es wieder soweit. Dann startet der Frühjahrscup und viele dieser Mädchen werden dann mit Sicherheit wieder mit dabei sein.